proud Lord said that I must bow so low. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem beschämten neuen Part von Mounted Blade Warband in der Clash of Kings Mod. Beim letzten Part ist mir leider die Aufnahme abgeschmiert, allerdings eh recht spät, was gekommen wäre, war nur noch eine recht langweilige Schlacht. Und nun ja, die ist halt nicht mehr dabei. Ich werde schauen, dass ich beim Schneiden irgendwas Nettes zum Ersatz finde, aber vermutlich werde ich nichts Gutes finden. Ja, wir haben die Schlacht übrigens gewonnen. Sonst wären wir in Gefangenschaft. Wir haben trotzdem nicht genug Geld, um unsere Truppen aufzuleveln, und wir belagern, ja, mit immer weniger Truppen weiterhin Steinhecke. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich versuche, dass sowas in Zukunft nicht mehr vorkommt, ja? Ich versuch's. Eine Schlacht. Hätte ich eingreifen sollen? Ich glaube nicht. Oh nein, Philipp Plum mag mich weniger als vorher. Nein! 33 Stunden noch. Das dauert ja ewig. Super, und der Große? Nein, ich esse keine Bieren. Und der große Feldzug macht halt bei Sally Dance uns zu plündern. Super, super, danke! Aber nicht, um mir mit Steinhecke zu helfen, nein. Hey, Theon Graufreud wurde besiegt und konnte aber fliehen. Ich frag mich, ob man, wenn man den Eisenmännern beitritt, auch Theon Graufreud seine Treue schwören kann. Ich finde, Theon Graufreud ist ein recht sympathischer Mensch. Aber kein besonders starker Mensch. Ziemlicher Versager, aber er hat sich bemüht. Wenigstens etwas. Und immerhin hat er es geschafft, Winterfell einzunehmen. Allein. Wobei seine Schwester Asha recht hatte, er hätte es niederbrennen sollen. Komplett. Und alle töten. So, 9 Stunden noch. Wir haben es fast geschafft. Also wirklich, wirklich fast. Na komm schon, ich will endlich... 2 Stunden noch. Da, jetzt. So, das wird jetzt... Das wird eine sehr schwere Schlacht. Also die Langbogenschützen wollen wir beide, der Heckenritter eher nicht. Da wollen wir alle dabei haben. Die wollen wir auch dabei haben. Wen wollen wir noch dabei haben? Ja, Bogenschützen. Vielleicht ein bisschen mehr. Mehr Bogenschützen. Die wollen wir dabei haben? Ja, ja. Mehr Elite. Vielleicht den noch. Dabei. Dann nehmen wir lieber noch mehr Elite-Leute mit. So, einen können wir noch mitnehmen. Einer geht noch, einer geht noch. Ein Heckenritter. Nee. Nee. Oh. Oh, Moment. Dann machen wir es lieber so. Ach so, nein, ist hier nur einer. Ist hier nur einer. Geht sich perfekt aus. Truppen sind bereit. Bisschen planen sollte ich noch. Nämlich hier bei Weapon Ore. Keine. Ja, wir greifen einfach an. Wir könnten auch den Burgherrn fragen, ob er kapitulieren wird, aber das wird er nicht. Das brauchen wir gar nicht fragen. Wir greifen einfach mal an. Und ich hoffe, es wird klappen. Ich hoffe es halt wirklich. Minus 1. Das heißt, wir haben einen Nachteil, aber keinen allzu großen.
Mit ein bisschen Glück vielleicht. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht schaffen wir es. Ja. Ich habe inzwischen noch eine. Einen Moment, ich habe die gleiche Rüstung wie beim letzten Mal. Kacke. Sollte aufhören zu schießen, ich treffe sowieso nichts. Warum gehen die eigentlich seitlich neben dem Belagerungsturm her? Sind die dumm? So, Moment. Der Billman, der kann einfach abgeschossen werden. Da stellen wir uns einfach rotzfrech davor mit dem Schild. Weil dann kann er nicht getroffen werden. Und der Idiot rennt einfach vor. Hör auf vorzurennen, du Vollidiot! Ich versuche dich hier gerade zu schützen. Ja, Schutz ist wichtig, liebe Kinder. Ah, da. Ich musste bluten für dich. Oh, ich bin gestolpert. Oh nein. Oh, das sind Pfeile, 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 Pfeile. Oh, ich kann sie nicht rausziehen. Oh, das sind Pfeile. Nämlich... Nun ja, ich habe ja auch einen Bogen und... Da ist es halt immer praktisch, auch Pfeile für... eben diesen Bogen zu haben. Das Problem ist der Bogen, den... Aha, 4 Schaden. Oh Gott. Das ist zu viel. Zu viel, ist zu viel. Ist das Risiko nicht wert. Die Pfeile nehme ich trotzdem mit, wer weiß. Vielleicht brauche ich sie noch, ja? Ho Knofs, ho Knofs. So. Der Belagerungsturm ist da. Angriff. Angriff. Wo sind die eigentlich zur Mauer vorgegangen? Das ist das Dümmste, was man machen kann. So. Das kann man irgendwie nicht richtig planen. Ich sag mal, wenn ich es geplant hätte, ich hätte an den Außenseiten Leute mit Schilden genommen und in der Mitte Hellebardiere. Weil die haben keine Schilde und sind deswegen verwundbar. Und jeweils immer nach links und nach rechts blocken, damit der... Bogenschützen einen nicht erwischen. Ich hoffe, ich mache ein bisschen was aus in der Schlacht. Ich hoffe, dass ich noch viel Ausfall. Irgendwie, wir haben nicht so die Elite am Start. Beziehungsweise vor allem nicht so viele. Wir haben dreimal so viele Leute wie wir und sind in einer Festung. Und meine Güte, ist das laut. Meine Güte, meine Güte. Ja, man sich ja fast selten übersprechen, ja. Ja. Komm schon. Riegelt euch durch. Momentan schaut's halbwegs gut aus. Da ist eben nur die Penner geblieben. Boah, ich hab's so weit runtergestellt und jetzt bin ich trotzdem zu lenken. Ich muss es noch weiter runterstellen, aber ich meine, je weiter ich das runterstelle, wie viele Leute an einer Schlacht gleichzeitig teilnehmen können, desto leichter wird das Spiel. Weil ich den NPCs natürlich immer überlegen bin. Ich meine, das Spiel ist ja auch darauf ausgelegt, dass man den NPCs überlegen ist. Sonst wird man das ja nie schaffen. Ich meine, man beginnt als irgendein Bauerntrottel und kann sich hocharbeiten bis zum König von Westeros. Schon um. Oh Gott, wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? So, bitte, geht alle auf den Wehrgang. Weil wenn wir einmal am Wehrgang sind, haben wir die Belagerung eigentlich schon gewonnen. Im Prinzip. Weil die Sache ist die. Nirgendwo können sie ihren Vorteil so sehr ausnutzen wie dort bei der Leiter. Drinnen werden sie dann einfach überrollt. Aber ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir gehen. Ich glaube, es ist riesig. So. Mir fehlen nur noch die bei den Türmen dort irgendwo. Und die werden wir höchstpersönlich machen. Freu dich drauf.
So, wir können mal wieder in den Third-Person-Mode schauen. Meine Güte, wir sind blutverschmiert. Naja, kein Wunder, wir haben echt viele Pfeile abgekriegt, die halt alle null Damage gemacht haben, aber... Abgekriegt haben wir schon was. Unsere Axt ist dafür noch nicht gar so blutig. Oh nein, natürlich ein Langbogenschützen auch noch. Warum konnte es nicht ein normaler Bogenschütze sein? Warum musste es ein Langbogenschütze sein? So, das war der eine. Ah, da ist sogar einer mitgekommen mit mir. So. Und während wir zu denen hingehen... Warum rennt ein Bogenschütze da... Wobei... Da haben wir dann einen ziemlich strategischen Vorteil. Muss ich sagen. So, und diesmal... Diesmal werde ich nicht wieder so dumm sein und F2 drücken, um Befehle zu geben. Weil mit den F-Tasten kann man Befehle geben. Ich habe die F-Tasten bei OBS allerdings als Hotkeys für die Aufnahme eingestellt. Deswegen hat die Aufnahme geendet. Oh, Level 14, Level 14, Level 14, Level 14. Yay! So, was wollen wir aufleveln? Power Draw wollen wir aufleveln. Unbedingt. Und... Meine Güte, ich bin ein Vollhonk, oder? Ich wollte doch Reiten aufleveln. Dafür brauche ich Wendigkeit. So, gibt es sonst irgend noch was, was ich gerne hätte? Athletik. Ja, ist ganz so nett. Wir wollen das, damit wir bessere Bögen benutzen können. So. Ach, 10 Damage. Wir schießen dort hinüber. Ich meine, wer weiß, treffen wir was Hübsches. Scheiße, jetzt schlagen sie zurück, habe ich den Eindruck. Scheiße, 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 ich muss da runter. So, und das ist der schnellste Weg. Mit einem eleganten Sprung. Oh, ich merke gerade, ich habe auf meine eigene geschossen. Als auch Ort. Ach, au. Fuck, 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 hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich halt echt gar nicht hin. So. Haben wir... Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen! Yay! Steinhecke gehört uns. Uns und niemand anderem. Mal sehen, was wir verloren haben. 6 Mann, das ist eigentlich gar nichts. Von 5 Elite-Soldaten und ein Langbogenschütze. Natürlich haben wir genau die Elite verloren, aber gut. Wir haben gerade nichts Besseres. Das ist meine Ausrede, die zu nehmen. Hey, der eine war sogar noch von uns, glaube ich. Der Speerträger. Ja, wir haben schon alles, was... Alle Gefangenen, die wir nehmen können. 25 Items. So, wo sind meine Stiefel? Scheiße. Ah, da sind sie. Boah, bin schon voll erschrocken. 25. Alter, meine sind sogar besser. Die ich irgendeinem Penner abgenommen habe. Oh, ein neues Pferd. Behalten wir vielleicht sogar. Sonst. Na, sind ganz nette Sachen. Ja. Ja, wir können halt nur sehr, sehr wenig in unser Inventar packen. Nein, die meisten Sachen sind eh unnötig. So, ich möchte das haben. Lord Tivin. Ich hoffe, du bist nett genug, es mir diesmal zu geben. Das ist die zweite Festung, die ich für dich einnehme, du Arschkrampe, du. Hoffentlich kriege ich sie diesmal. So. Ja. Wir werden hier wieder Leute stationieren. Auf die Gefahr hin, dass wir sie nicht mehr haben. Aber es muss halt einfach sein. So, dafür brauchen wir eher Bogenschützen. So, Raider Archer.
Die hauen wir mal rein. Die sind beritten, die behalten wir. Dann. Wen wollen wir nicht behalten? Die hübschen hier. Dann. Ja, zwei behalten wir. Da können es alle haben. Ich glaube, wir werden hauptsächlich diese dämlichen Nordmänner da reinhauen. Außer den hier, weil der wird bald zu einem Ritter. Ja, den haben wir da auch rein. Ja, dich auch. Tut mir leid. Und den auch, weil der ist kackschwach. Ja, obwohl, nein. Das Beritten kommt. Ja. Ja, und zwei von denen noch. Aber das müsste ausreichen. Bisschen mickrig, ich gebe es zu. Aber, ach, scheiß drauf. Es werden eh eher versuchen, Fairmarket zurückzubekommen als Steinhecke. Apropos, nach Fairmarket gehen wir jetzt, weil wir wollen erstens unsere Gefangenen verkaufen. Das geht nur in Städten, wenn es überhaupt geht. Meistens geht es gar nicht. Oh, Roose Bolton. So, Moment, das können wir uns noch überlegen. Oh nein. Nein, nein, Lord Bolton, ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Nein, Lord Bolton, ich mag euch zwar aus den Büchern, ja, aber ich möchte nicht gegen euch antreten. So, jetzt mal sehen, was hat Roose Bolton an Gefangenen dabei? Wenn es viele sind... Perfekt. Wir haben irgendeinen religiösen Fanatiker. Ich meine, das wäre zwar prinzipiell nicht wirklich was Gutes, aber... Die Sache ist die, der kann sicher heilen. Nein, da kann gar nichts. Da kann überhaupt nichts. Toll. Aber Carver können wir aufleveln. Vielleicht geben wir ihm sogar mal ein Schwert. Nein. Nein, das machen wir nicht. So. Tracking wollen wir. Nein, nicht Tracking. Pathfinding wollen wir. Weil dadurch sind wir schneller. Spotting wollen wir und ja, das war's. Weil. Nun ja. Ich sag mal so. Das bringt uns schon was. So, und Roose Bolton hat gar keine Gefangenen. Das heißt, das ist uns egal. Man hat ja je was für uns getan. Nie. Naja. Gehen wir mal nach Fair Market und verkaufen alles, was wir haben. Und nicht mehr brauchen. Da geht's ja nicht, weil das ist ja eine Burg und keine Stadt. Wie gerne ich meine Leute wieder hätte, die da drin sind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die wollen wir, die wollen wir, die wollen wir. Wir haben eh ziemlich wenige Truppen, sage ich mal, und kommt das ganz gelegen. So, 3,5 gegen 2,4. Ach so, weil im Wald ist nämlich an 4,1. Ja, wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt. Gib dich oder stirb. So. Wir nehmen mit. Reiter. Reiter. Den Septon, damit er stirbt. Ja, er bringt uns halt echt nichts. Meine Güte, scheiß auf Bogenschützen. Eine reine Reiterstreitmacht reicht auch aus. Ich krieg halt keine zusammen. Tja, dann nehmen wir noch...
Ja, doch, nehmen wir die Billmen mit. Und die Longbowmen. Und dann noch mehr Bogenschützen. Perfekt. Dann planen wir mal. Hold Position, Shield Wall. Bogenschützen, Hold Position. Ja. Kavallerie. Charge. Nein, Follow me. Prepare orders. So, Infanterie, use any weapons. Archers. Fire at will und avoid melee. Kavallerie, use any weapon. Das finde ich ziemlich cool, weil die stumpfen Waffen machen die Gegner nur K.O. statt tot. Und naja. Die kann man dann als Gefangene verkaufen. Und warum spiele ich eigentlich noch immer? Der Part ist viel zu lang. Ja, ich denke, nach dieser Schlacht werden wir den Part wohl oder übel beenden. Denke ich. Wenn die Schlacht auch eines Tages beginnt. Da komm schon. Ja. So. Die sind aber gut aufgestellt. So, wir warten hier, bis die vorbeikommen. Denke ich. Ach, scheiß drauf. Angriff. Pferd hat 5 Schaden erhalten. Warum benutze ich eigentlich nicht das Pferd, das nicht lahmt? Das ist eine wirklich gute Frage. Na gut, wobei es hat keine Rüstung, das Pferd, das lahmt. Ein Pferd ohne Rüstung ist ziemlich scheiße. Also glaubt gar nicht, wie scheiße. Die Schlacht. So, ich glaube, ich werde es wirklich noch ein Stück runterstellen müssen. Das Problem ist die Einstellungen. Die gelten für alle Mounted Blade Mods und Spielmodi. Das ist einfach so richtig hart scheiße, das normale zu spielen, das nicht laggt ohne Aufnahme und dann nur 30 Mann einsetzen zu können, maximal. Es sieht sich ziemlich, wenn man gegen Gegner mit so 200 Mann kämpft. Und ja, damit kann man fertig werden. Problemlos mit 40 Rittern. Zumindest im Normalen. Weiß nicht, wie es hier ist, hier hatte ich noch nicht so viele Ritter. Ah, wir brauchen wirklich eine bessere Axt. Eine viel bessere Axt. Angriff. Das Blöde ist ja, den Follow-Me-Befehl kann ich nicht nehmen, weil das wird die Aufnahme stoppen. Oh, der gehört zu mir. Boah, jetzt habe ich echt lang nichts gesagt, oder? Es tut mir leid. Aber dieser Wald hier ist eigentlich echt schön, nur sehr unpraktisch, wenn man mit Pferden unterwegs ist. Mag zwar realistisch sein, ist aber ein bisschen assi, finde ich. Ist nur meine persönliche Meinung. Also bitte nicht beschweren darüber. Wieso war der Carver dabei? Der schleicht sich irgendwie immer ein. So, nehme ich. Nehme ich, nehme ich. Nehme ich. Nehme ich, nehme ich. Nehme ich alle. Von hinten. Ja. Tun wir so, als hätte ich das jetzt nie gesagt und ja. Oh! Heavy Spiked Mace. Die macht aber weniger Schaden als meins. Hat aber mehr Reichweite.
glaube, wir werden sie trotzdem benutzen. Ja. Ich glaube ja. Einfach, weil wir dann die Gegner umso leichter treffen und ach, drei Schaden ist. Ja, wir können es auch noch offen lassen. Denke ich. Moment mal, der Bogen ist besser als das hier. Das ist 160 wert. Das auch. Ja, passt. Perfekt. Na dann würde ich sagen, beenden wir diesen Part. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss.